Manchmal stecken wir im Leben in verschiedenen Themen, in verschiedenen Herausforderungen, in denen wir wirklich Weisheit brauchen, wie wir uns entscheiden sollen. Da gibt es im familiären Bereich Entscheidungen, die zu getroffen werden sollen. Da gibt es berufliche Herausforderungen und Entscheidungen. Da gibt es in ganz, ganz, ganz unterschiedlichen, verschiedenen Dingen einfach etwas, was uns herausfordert, einen nächsten Schritt zu tun. Und oft ist es so, dass wir sagen, ich weiß nicht, was ich da machen soll. In der Bibel hat mich eine Geschichte sehr beeindruckt. Da wird uns von Esra erzählt und dem König, dem Esra eigentlich unterstellt war. Dieser König war nicht an Gott gläubig, in dem Sinne, wie Esra es war. Und er sagt zu Esra eine ganz, ganz entscheidende Sache. Die möchte ich dir mal vorlesen. Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspersonen ein, die die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, dem sollt ihr sie mitteilen. Nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, so sagt es der König. Das war ein Zeugnis, was dieser König über Esra hatte. Er hat in Esras Leben gesehen, dass da etwas war, was übernatürlich sein musste. Er hat etwas in Esras Leben gesehen, was ihn in einen Respekt gegenüber des Gottes Esras treten ließ. Und er gibt dem Esra dieses Zeugnis, die Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, mit der sollst du handeln. Und genau das ist es, was wir in den Situationen, in den Herausforderungen, in diesen Dingen, wovor wir stehen, wo wir einfach keine Ahnung haben, was wir tun sollen, dass wir genau in diese Position kommen und uns daran erinnern, dass Gott Weisheit, seine Weisheit in unsere Hand gegeben hat, damit wir handeln. Wenn wir beten, wenn wir Gott bitten, dass er uns Weisheit schenkt, dann wird er uns diese Weisheit geben, denn das ist ein biblisches Prinzip, das ist eine Verheißung, die Gott uns in der Bibel gegeben hat. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der ihm reichlich geben will. In deinen Herausforderungen heute, in denen du stehst, ich möchte wirklich da Weisheit Gottes hineinsprechen. Weisheit Gottes ist in deiner Hand, dass du handeln sollst. Esra sollte handeln, indem er die Rechtsbestimmungen Gottes wieder aufrichten sollte. Und ja, mehr noch, die Leute, die die Rechtsbestimmungen nicht kannten, denen sollten sie gesagt werden. Heute kannst du mit der Weisheit Gottes, die schon in deiner Hand ist, handeln und Gott wird dir Weisheit geben, die Dinge zu entscheiden, die vor dir liegen. Mach einen Schritt im Vertrauen auf Gottes Führung, auf Gottes Leitung. Er wird mit dir sein. Er wird mit dir gehen. Sei im Gebet fokussiert auf ihn und dass du mit der Weisheit Gottes handelst und er ist dabei. Gott hat mehr für dich.